Hallo zusammen, hier sind gerade Felix, Erik, Paradox und Lennart. Es ist gerade. Grüßt euch, Leute. 3:30 Uhr nachts, wir sind alle ein bisschen müde. Aber wir haben ja versprochen, dass wir die Pick and Predictions mal abgeben. Unsere Meinung, da habt ihr dann von 4 Leuten die Meinung. Wir haben uns gerade eine gute Stunde beraten und haben die finalen Picks. Und wir fangen einfach mal mit der Team Pick'em an. Ja klar, es ist direkt Nip gegen Flipside und wir haben uns ganz klar für Nip erstmal entschieden. Ja, Flipside eigentlich auch gar nicht so übel, aber wir denken, es ist Nip. Die müssen es schon, also die können niemals hier direkt kassieren. Also gehen mit Nip hier auf jeden Fall. Obwohl die, trotz Pith, muss man auch sagen, Pith. Für die Jungs ist ja, ein bisschen langsam. Ja. Pith, der ist ja gar nicht dabei, sondern Fred, halt der Coach, spielt jetzt ja mit. Aber, also ich persönlich denke auch, dass das jetzt nicht so der krasse Nachteil sein wird. Ich denke mal, der hättet auch gut rein. Mr. Get Right. Ja. Würde vielleicht ein closes Match werden oder so, aber es sollte schon Nip sein. Vor allem Call Thread halt auch, das ist halt der Shotcaller. Und vor allem der wird die Strats ja auch kennen, die einstudiert haben. Ja, genau, das ist halt ihr Coach, also das ist halt nicht irgendein Random halt. Das ist der Coach, der bei denen reincallt auch. Ja, der wird sein. Ja, und dann gibt's halt absolut unseren deutschen Vertreter, Mousebots geht mal wieder ins Rennen, ins nächste Major-Turnier, direkt halt gegen den, kann schon sagen, eigentlich Top-3-Team der letzten Zeit, Luminosity. Denke ich, wird's ziemlich spannend. Beides, denke ich, in zweistelligen Bereich gehen. Gucken, wie Mousebots ins Spiel kommt, aber hier würde ich so für die Pick-Em würde ich auch Luminosity picken. Ich denke mal, auf Launch gibt es dann so ein 70-30, dann würde ich dann auf Maus gehen, aber wenn es hier halt nach den richtigen Picks geht, würde ich denken, dass Luminosity das macht, leider Gottes. Aber es wird so ein 16-13 vielleicht. Ja. Ja, Face dann, gegen Liquid, wie sieht's aus, Fibo? Ja, das wird wahrscheinlich ein einfaches Spiel für Face, denke ich mal. Warte, was? Einfaches Game. Das wäre für mich das Knappeste eigentlich. Ich weiß es nicht. Und viele also, knappe Dinge halt. Also sind wir halt relativ unentschieden, weil Liquid schon krass ist mit Hiko, Simple und so, aber... Aber ich finde, man kann es auch nicht so richtig einschätzen, weil halt einfach NA-Team, keine Ahnung. Ja, sie kommen halt immer so komisch ins Spiel, wie Nip ist zu jedem Major im ersten Spiel so schrecklich scheiße. Aber die gewinnen halt trotzdem irgendwie. Dann gehen sie jetzt wieder ins Halbfinale oder so halt. So BO1-Fick-Games sind immer so random. Ja, das ist ja, da hoffen wir aber auf jeden Fall auf JKM und AZ, weil die bei Klusch und Poker so krass waren. Ja. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall Face machen. Ja. Ich muss es aber wir haben auf jeden Fall Face gewählt. Aber wir müssen auch dazu sagen, die ersten Games sind ja eh noch nicht so wichtig, weil die geben ja eh nur einen Punkt. Jo. Auch bei der Fantasy-Team, die wichtigen Games kommen am Ende. Also ist nicht so schlimm, wenn man hier was verschenkt, aber trotzdem ist Face. Wir müssen halt erstmal feststellen, wie halt jetzt die Form halt von jedem Team ist. Also ist halt eh noch nicht so. Ja, Fnatic, Splice muss ich nicht viel zu sagen. Splice konnte eh keiner fassen, dass sie es geschafft haben. Das ist natürlich Fnatic, muss man nicht weiter zu sagen. Absoluter Safe-Call. No. Ah, klar. Und dann haben wir halt wieder Envy gegen CLG. Da waren wir uns auch noch relativ unentschieden so, weil klar, Envy, aber zurzeit sind die halt irgendwie richtig mau. Die haben ja jetzt Kyushima gekickt und haben Devil am Start. Keine Ahnung, könnte vielleicht was gehen. CLG, Taric, JDM und so sind jetzt schon auch nicht so übel. Aber wir denken schon, dass es Envy ist, weil die sind... Ich glaube, das wird auch knapp. Eigentlich sind die schon krass, es wird wahrscheinlich knapp, aber es muss eigentlich auch Envy sein. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Nip gegen Flipside auch so. Ja, das ist schon Envy, das ist unser Pick. Ja, und Astralis gegen Gambit ist halt das ähnlich wie mit Fnatic gegen Splice. Da sollte es eigentlich nichts anbrennen bei Astralis. Auch wieder, ich hoffe, dass die Jungs jetzt mal wirklich, den würde ich es echt mal gönnen, mal komplett zu gewinnen. Die haben ja noch nie irgendwas gewonnen. Ja. Eines der besten Teams, die es jemals gab und irgendwie nie raffen die sich mal... Wird ja, wahrscheinlich wieder Halbfinale ausscheiden, aber also es sollte Gefühl, im ersten Astralis sollte das machen, jetzt ja. Naja, das ist sollte. Ich glaube, die kommen richtig weit diesmal wieder. Das kann gut sein, ja. Gut, Jutes. Nächstes Spiel Navi gegen Cloud9. Sollte Navi auch auf jeden Fall machen. Navi auch zurzeit Top relativ 3. Top 3, ja. Naja, nicht sogar relativ noch weiter oben. Ja. Aber Cloud9 ist halt krass. Das wird auch knapp, glaube ich. Ich glaube, es wird wirklich relativ einfach bei dem Spiel. Navi war immer so ein bisschen so ein Quarterfinals-Team und jetzt gerade mit der Dreamhack und so sind die so ultra. Haben die jetzt gekommen. Eigentlich Nuke im Map? Ja, war. Da gibt es doch auch eine Souvenir-Package von Aber, ja. Aber, ja, stimmt, aber ja. Die ist nicht im Map-Pool. Die nicht drin? Ja, als ob. Das macht da keinen Sinn. Ja, warte mal. Du kannst, wenn du ganz nach rechts scrollst, gibt es ein All-Star-Match. Und da wird wahrscheinlich dann vielleicht mal Nuke gespielt oder so. Okay. Ist ja es ist halt noch nicht confirmed, deswegen. Naja, mal gucken. Ja, aber Navi muss man einfach sagen, bei Majors ist es halt Guardian, der bei Clusion Poker Ultra des Hasses eingekarrt ist.
Ja, da ist halt so vieles gut. Auch insgesamt halt LAN, auch schon seit 20 Jahren, keine Ahnung. Ja. Das ist Navi LAN hat halt die Erfahrung, ja. Also die sollten LAN das auf jeden Fall machen. Dran. Dann haben wir Virtus gegen Gamers 2. Virtus auf LANs auch mal ganz gut, aber die sind in letzter Zeit komplett abgeschissen. Die raffen nichts mehr. Da Gamers 2 halt ex-Tight mit Scream und so, Schocks. Und da denken wir halt, die werden es sein. Gamers 2. Meiner Meinung nach, aber... Glaube ich, das knappeste Spiel mit Abstand. Es gibt halt drei, vier, die knapp sind, werden können. Ja. Also ich finde alle knapp werden, halt außer Fnatic und Astralis. Ja, aber auch nochmal Call, das sind natürlich keine Safe Calls hier, das sind unsere Picks, informiert euch selbst. Aber ihr habt nach unserer Meinung gefragt, das sind die Teams, die wir da wählen. Okay. Fantasy-Team. Ich mein, Lennart und ich, halt, wir waren halt schon ein paar Mal ganz gut dabei, ne? Immer halt ordentlich die Gold-Trophies, also, was soll man da sagen? Ja, Fantasy-Team. Fantasy-Team Pick'em ist natürlich am Anfang, muss man auch ganz klar sagen, am Anfang, ich zeig's mal eben bei Klusner Poker, die ersten Games, die jucken keine Sau, die bringen nix hier, 50 Punkte Flascher, 24 für Nico. Die wichtigen Games, die kommen dann am Ende hier, 105 MK. Ja, vor allem wieder das Finale. Ja. Da haben wir ja letztes Mal halt also alles safe gemacht mit dem Finale. Da kannst du eigentlich die davor vergessen, weil was wir im Finale an Punkten gekriegt haben, das hätte halt alles wieder wettgemacht, was wir davor gemacht haben. Ah, kann ich auch nochmal zeigen. Top Global Rank, Top 1%. Wir waren am Anfang in den Top 80%. Da haben Syrinx und Bieber schon reingechattet, was wir für Snacks sind. Die am Ende natürlich nicht mal in der Sichtweite der Goldenen Trophy waren. Also die wichtigen Games, die kommen bei beiden ganz am Ende. Big Sauce. Und ja, wir haben jetzt einfach geguckt, das sind ja am Anfang auch nur Best-of-One-Games, dass wir da Leute nehmen, die auf jeden Fall hitten und hoffentlich auch gewinnen und dementsprechend gut Punkte machen. Ja, könnt ihr mal mit dem Kommando anfangen. Ja. Ja, Kommando ist ein guter Flasher hier bei uns am Start. Der hat ja präsentiert immer die guten KDAs eigentlich. Und ja, haben wir uns einfach für den entschieden, halt ein krasser Drücker, von Fnatic, wollte ich sagen. Halt klar, ne? Die hätten halt krass rein und die werden wahrscheinlich auch fahren, von daher passt das, denke ich, ganz gut. Jo. Ja. Was hatten wir jetzt gesagt bei Clutch King? Fallen. Ja, das ist ja natürlich auch mit das Schwierigste, man weiß halt nie, wo gerade was abgeht. Ich denke mal, Mousebots wird halt knapp gegen Luminosity, halt beide zweistelliger Score. Fallen ist halt auch gut. Richtig krass, halt immer, ja, wenn der halt mal ohne Kills halt viele Dinge und AWP viele Punkte und so kriegen. Deswegen, wenn es halt Matches, wo es knapp ist und es viele Kills gibt, dann gibt es halt viele Punkte. Ja. Er hat auch immer guten Fokus und spielt eigentlich immer konstant. Also seht, wir haben auf jeden Fall alle Spieler genommen, wo wir mit rechnen, dass sie alle 25 plus Tracks machen, hoffentlich. Dass wir da schon mal auf jeden Fall safe die Punkte für die Kills haben. Und dann halt so ein bisschen auf die Playerrolle noch angepasst. Wobei, zu Guardian halt klar als AWP, kommen wir gleich noch zu. Eco Warrior dann als nächstes, oder? Ja, da haben wir Nico genommen, weil bester Spieler mit vor allem hier Eagle. 1 zur Zeit. Eagle. Eco Warrior bekommt halt Bonuspunkte für Pistolenkills. Ja. Und Nico mit der Deagle ist halt komplett gestört, keine Ahnung. Der kann halt auch einfach mal ein Team acen mit einer Deagle. Also. Matsch. Ja, das müsste eigentlich ein ganz guter Pick sein. Ja, Entry Fragger haben wir auch ein bisschen diskutiert, da ist halt auch immer ein bisschen random, wer das sein könnte. Wir haben überlegt, Simple, der macht halt auch immer safe seine Frags. Entry Fair kriegt plus 2 Bonuspunkte für den Entry Kill. Ist halt auch manchmal map-abhängig, wer da immer offensiv geht, aber wir denken halt, dass da Olaf ein guter Pick ist, weil gegen Splice werden die jemals drüber fahren. Und wenn Olaf halt gegen ein Team spielt, was halt nicht ernst nimmt, da rennt er halt einfach drauf mit der Account-Tag rein und fährt halt kurz drüber. Das ist halt weniger Tode. Ja, Olaf sowieso immer Ultra-KD-Spieler, der wird halt auch sowieso gut Punkte machen, deswegen ist Olaf da eigentlich ein relativ sicherer Pick. Jo. No. Und haben wir halt überlegt, JW, aber ja, Olaf ist es schon. Ja, Sniper ist halt safe, ist halt, aber dann. Ja, da gibt's keinen Umweg, um Guardian eigentlich. Da wir ja Fallen schon bei Clutch King haben, der wäre vielleicht noch gegangen. Kenny S wird, glaube ich, erstmal nicht zu sehen sein, so, aber wer weiß. Ja, Guardian ist aber safe immer. Guardian muss es auf jeden Fall sein. Guardian ist die Nummer 1. Guardian, wer sich hier bei Klusner Poker präsentiert hat, das war halt komplett geisteskrank mit der AWP. Der hatte, glaube ich, am Ende sogar die beste KD overall. Der war halt ein kompletter Witz. Gebumst. Ja, auf Major ist der immer krass. Ja, oh, ich habe vergessen, Submit-Team zu drücken. Das wäre bitter gewesen. Lächerlich, dieser Junge. Ja, das sind unsere Bets. Ihr könnt ja mal reinkommen, was ihr davon haltet. Das sind aber dann unsere finalen Picks. Wünsche euch natürlich viel Glück. Vielleicht können wir jetzt zweimal Gold holen, wird aber schwer wieder. Aber einmal, ich wäre zufrieden mit einmal Gold, einmal Silber. Ich glaube, Fantasy ist wieder drin auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. Und dann mal gucken. Ja. Team Picken wäre auch krass.
Jo, Jo. das sind unsere Picks. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und ja, wird jetzt dann jeden Tag dazu was kommen. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Haut rein. Tschüss.